Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Pro Evolution Soccer 2015 und einer traurigen Ankündigung. Und zwar ist eine komplette Aufnahme verschwunden. Wir haben ein Spiel gespielt. Und zwar gegen den AS Rom. Gegen die Roma. So. Und das Ding haben wir 2-1 gewonnen und das war wirklich ein Last-Minute-Sieg. Nach einer Standardsituation, nach einer Ecke, haben wir noch einen Kopfball reingemacht. Es war ein intensives und ja, krasses Spiel. Wir haben 1-0 geführt, dann irgendwann mal kurz vor der Halbzeit, glaube ich, den Ausgleich kassiert. Können wir das alles noch sehen irgendwie? Ja. Nicht ganz. Und ja, ich habe noch richtig schöne, tolle Sachen erzählt und mich über die... über den Stick irgendwie und meinen Daumen geärgert und es wurde aber besser. Nur, ja, keine Ahnung. Die ganze Aufnahme war weg und das ärgert mich. Aber wir spielen dann halt jetzt gegen Atletico Madrid ein mit Sicherheit nicht minder interessantes Spiel. Offensiv, guck mal, der ist immer offensiv, ne? Durch die Mitte defensiv, was geht denn hier mit dir ab? Autostartaufstellung, ne. Aha, was wird er denn machen? March? Wer ist March? Eigentlich, weil die Platz sind, ne? Mura, ja. Toll. Ja, Pech. Aber Offensivtaktik, das ist halt das, was mich so ein bisschen... stört. So. Na egal, wir spielen offensiv. Wir sind eine offensive Truppe, mein Gott. Verdienen sie mit dem Sombrero. Schlagen den Gegner in den Ball aus der Luft. Danke. Das ist auch linkes Stick runterdrücken und mit rechts irgendwie was machen oder sowas. Sehr daumenfreundlich. Ja, aber jetzt schon Probleme, die Pässe anständig an den Mann zu bringen. So, gegen Rom habe ich sie kommen lassen bis zur Mittellinie und haben dann auf Pressing geschaltet. Weißt du was? Komm hier. Ja, keine Ahnung. Oben war Lukaku und die Bahn war ja frei und boah. Memphis zwirbelt das Ding ordentlich daneben. Aber ein satter Schuss. Muss man ihn mal lassen. Das ist zu nah. Hier sollten wir noch nicht angreifen. Sollen sie hier doch ihr Unwesen treiben. Oh. Lukaku teilt da nochmal aus. Oh. Ach, Leute, Leute, Leute. Oh, der Drall ist ja da. Der Ball bewegt sich. Drallmäßig auch. Ach komm. Was willst du machen? Nee. Habe ich ja hingespielt. Also da habe ich wirklich hingepasst. Aber erst spät gesehen, dass da dann doch ein Gegenspieler sein wird. Pirlo. Ein virtuose Pirlo. Foul, ja. Es gibt den Freistoß. Sehr gut, sehr gut. Aus, ja, ziemlich erfolgsversprechender Position. Ich hatte bis jetzt nur einen Freistoß. Ich glaube, das war aber noch in der Aufnahme, oder? Und Pirlo will selber schießen. Kann er machen, kann er machen. Pirlo. Ah, okay. Ein bisschen mehr, also noch weiter in die Ecke zielen. Verstehe. Ah, ein verlorenes Kopfballduell könnte wehtun. Aber so nicht. Unsere Linie steht wieder. Lukaku an vorderster Front.
läuft den ersten Gegner immer an, aber halt nicht so extrem wie in anderen Spielen es der Fall sein wird, gegen kleinere Gegner vielleicht. Dennoch kann man ja mal, wir haben ja vorhin auch hier, wo die Szene war, wo Lukaku den Doppelpass dann wieder bekommen hatte. Und also man kann auch mal einen Ball durch intensives Pressing schon in deren Hälfte gewinnen. Zum Beispiel so. Dann sollte man aber auf keinen Fall auf die Schusstaste kommen. Denn sonst, guck mal. Pirlo ist jetzt schon platt. Das ist natürlich bedingt dadurch, dass die englische Woche gespielt haben. Aber das kann auch nicht sein. Ne? Ich meine, dann darf das der Gegner auch mal sein, also platt sein. Schön. Nicht schön. Gar nicht gut. Unnötige Ballverluste. Das ist auch kein Foul. Nicht, dass du auf die Idee kommst, hier wieder vorzufalten. Da habe ich nicht hingepasst. Aber egal. Hui. Pirlo ist da leider zu weit gelaufen. Entweder laufen zu weit oder zu kurz. Nein, 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 bleib im Tor! Buffon, du Wahnsinniger! Ach. Ja, Goal. Richtig. Und ich sag's immer noch, wir spielen viel zu wenig über die verkackten Flügel, weil die auch immer schon im Gegner drin sitzen. Müsst ihr mal darauf achten, die stehen im Gegner drin und sind null anspielbar und ich habe auch keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Dann muss ich wirklich gucken, dass ich die eine Stufe zurückziehe, weil so weit vorne, oh, bringen sie mir dann ja gar nichts. Die machen das Zentrum so eng, ne? Auch Vidal und Pogba kriege ich irgendwie nicht gescheit eingesetzt. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ach, hör doch auf, der fällt doch um. Schön wäre es gewesen, wenn ich ihn mit der Grätsche erwischt hätte. Was? Ja, mit dem Kinn oder was hau ich denn? Also die Beine sind dran vorbei. Die können ihn nicht gefault haben. Dann war das Kinn-Aggro oder so. Keine Ahnung. Ja, da werden die jetzt noch 4-5 Minuten rumspielen. Schön. Na, wer hat ihn dann, hä? Ja, der Gegner hat ihn. Wer denn sonst? Ja, alles klar. Also, nochmal diese Geschichte von wegen irgendwie in Situationen, wenn der Ball abprallt oder irgendwie abgefälscht wird oder... Also diese 50-50-Situationen gehen an den Gegner, fertig, aus. Konsequent. Und dann geht es schnell. Das ist nicht das erste Mal, dass es dann so schnell geht. Ein Pass, zack, durch, unaufhaltsam. Da. Wer kriegt den Ball? Natürlich. Und dann bringt er noch den Ball ran und dann kommt einfach mal ein Steilpass. Beide Innenverteidiger, keine Ahnung, im absoluten Opiumwahn, laufen also halbherzig mit. Der andere, ich habe voll Sprint und der kam nicht einen Zentimeter näher dran. Oh, ist das schlecht. Also der Verteidiger hat definitiv noch Energie, der ist im roten Bereich. Liegt es daran? Okay, wenn es daran liegt, dann möchte ich aber auch das... Dann verstehe ich nicht. Haben die kein Spiel irgendwie in der Saison?
Also wenn die keine Spiele haben in der Saison, dann. Ja, toll. Ja, gut, wenn die spielfrei haben oder stets nur mit ihrer zweiten Elfte antreten und nur gegen mich mit der Stammmannschaft spielen, dann ist das okay. Dann habe ich da Verständnis für. Ich wüsste aber nicht, wie ich das hinbekomme. Also Rotation schön und gut, aber man muss ja auch nicht übertreiben. Ja, interessanter Flügelwechsel hier. Aha. Ja, der Koke, der ist wahrscheinlich weg. Ach so, macht er das. Oh, nochmal gucken, du Arschloch. Entschuldigung. Ja. Boah, also ein bisschen frustrierend ist es schon. Vielleicht sollte ich echt mal darüber nachdenken, den Schwierigkeitsgrad runterzustufen. Ne? Aber dann ist auch irgendwie wieder zu Pillepalle vielleicht. Und das möchte ich auch nicht. Oh Gott. Ey, da. Gott sei Dank, da passe ich nicht hin. Mann, 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 Mann. Weißt du, die guten Aufnahmen, die sind weg. Kann die nicht hier verschwinden? Okay, 32% Ballbesitz, ja klar. Eine 93% Passgenauigkeit von Atletico. Na klar. Wenigstens die Champions League Musik. Da haben sich die Lizenzen holen lassen. Ist doch spitze. So, ja, und jetzt bin ich hier auf Außen. Hier ist nichts zu holen für mich. Ja. Also so gar keine Bewegung ist echt schlecht im Fußball. Immer diese Stehenbleiben und die machen eine Körpertäuschung und sind 8 Meter weg. Ja, komm. Chiellini, du bist der Einzige, der noch Saft hat. Muss halt mal jetzt mal vorne angreifen. Ja, toller Pass. Und weiterhin null Bewegung hier. Kommen Sie, sehen Sie. Wohin geht der Abpraller? Hä? Wohin geht der Abpraller? Wir wissen es doch alle. In den Fuß des Gegners. Ja, so schnell kann ich gar nicht reagieren, wie der Ball schon wieder weg ist. Da kommt doch noch einer. Logo. Ah, den mache ich schlecht. Ich hab Glück gehabt. Die stehen da auf der Abseitskante und winken mir zu, aber keiner kommt mir entgegen. Was soll ich denn? Ich spiele hier nicht die Deplement-Pässe hier. L1 Dreieck von der Mittellinie. Das könnte da knicken. Taktisch habe ich aber auch kurz vor Spiel angeklickt und nicht hier lange Bälle. Das mache ich einfach nicht. Das ist nicht meine Spielweise. Ja, sowas zum Beispiel. Guck mal. Kriege ich nicht? Den kriege ich nicht. Den holst du nicht ein. Dann machst du nichts. Der läuft einfach mal so komplett durch, wie er da Bock drauf hat. Stark reagiert. Ich mache eine Körpertäuschung. Er ist da. Ich ziehe wieder nach da. Er ist da. Er ist immer da. Paul. War ja nur Gegner gespielt. So, vielleicht noch ein Flanken, ein Tor nach einer Flanke? Nein, Kopf voll Scheiße. Ist auch nicht Lukaku. Wer ist denn die 7? Wahrscheinlich Lukas oder so. Warum steht er da und nicht Romelu Lukaku? Ne, gucken, wer die 7 ist. Ja, Lukas Moura. Seltsam. Ja, ich brauche gar nicht auswechseln. Alles, was ich jetzt noch einwechsle, fehlt mir dann im nächsten Spiel wieder. Also, das ist ein bisschen zu übel, glaube ich. Na klar. Halleluja. Es war ja klar, dass der auch nicht reingeht. Ist ja erst die dritte Großchance. Das ist natürlich ein schönes Tackling. Von Memphis. Ein schöner Pass. Und dann zu genau mal wieder anvisiert. Und als er den Fuß verlassen hat, wusste ich, der geht nicht rein. Aber ich dachte noch, er geht daneben. Fairerweise muss ich das dazu sagen.
Wenigstens das haben sie mir nicht angetan. Oh. Das passiert also, wenn Schuss am Täuschen schief geht. Da bin ich Meister dran. Ah, trifft nur das Bein. Ja. Auch diese Bälle gehen stets zum Gegner. Wenn ich kopfballmäßig kläre. Wow! Kann man so spielen. Steht da in der Regel ein Gegner. Das ist schade. So. Hier unten ist der Donner. Rechtsverteidiger. Pirlo. Geht noch was, Pirlo? Scheiße, ey. Spiel ich schlecht, ganz einfach. Müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Boah, brauch ein bisschen lange, um da die Aktion zu vollziehen. Ich habe keine Ahnung, woran es lag. Müde. Alle müde. Och, ernsthaft? Das sind meine Pässe. Willkommen in meiner Welt. Oh, das sind deren Pässe? Die haargenau noch an der Fußspitze vorbeigehen. Junge, Junge, Junge. Komm, kämpfen, Leute. Ja, konnte ich mir nicht entscheiden. Wie schade. Ah, vielleicht kommt er irgendwie an den Ball. Er kommt an den Ball und trifft den Außenpfosten. Na klar. Wenn, dann muss man auch hier das Idioten-Bingo voll bekommen, ne? Ärgerlich. Aber macht Hoffnung für die nächsten Spiele. Wobei ich im zentralen Mittelfeld immer noch keinen Zugriff bekomme. Und den Ball kriegt er nicht. Ich hab's gesagt. Ich hab's euch gesagt. Ja. Ach, ey. Aber warum der Verteidiger den Ball auch nicht ablaufen kann, ne? Wir hätten den Ball schon 8-mal wieder verloren. Komm, zieh. Ja, lauf vorbei. Schöne Bewegung hier vom Gegenspieler. Der einfach mal eben hier... Jo. Das ist easy Fußball hier gerade. Was haben wir? Ach, ist schon Ende. Jo. Boah, ja. Keine Ahnung. Verdient mit Sicherheit, aber... Was willst du ja auch machen, wenn er hier irgendwie erster, also bevor wir den Anschlusstreffer gemacht haben, waren schon richtig dicke Chancen dabei. Und dann noch der Pfostenschuss gerade. Also sind 33%. Ach so, die haben übrigens ihre 92% erfolgreiche Pässe beibehalten. Puh, das ist ein Wert, der existiert nicht, oder? Doch, 19, aber pro Spiel, aber pro Team 90%. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, 80 ist doch schon ganz gut, oder? Oder kann auch 90 hinkommen? Naja, verbuchen wir es mal unter ausnahmsweise, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja. Na, immerhin war das so mit der schwerste Gegner, ne? Monaco hat viel abgegeben, Olympiakos müssen wir packen. Die beiden haben auch nur 1-1 gespielt. Das ist ja noch Glück im Unglück, ne? Aber es hätte auch 2-2 hin können. Hätte. Ja, was mir gar nicht gefällt, also so wirklich gar nicht, ist,
Die Geschichte hier mit, muss ich das Training anpassen? Das da. Die sind alle platt, ich brauche gar nicht antreten. Kann doch nicht sein. Ausgewogen, ja, geil. Geschwindigkeit passt. Ich kann hier nicht die Intensität einstellen, sondern nur was die Fitness. Fitness finde ich gut. Ihr trainiert jetzt alle Fitness. Habe ich gerade entschieden. Muss mal, warte mal kurz. Ja, das sind definitiv hier. Das ist mir egal. Das ist mir auch egal. Kelvin kann, was kann der denn? Was kann der denn noch? Warte mal. Kann Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist immer gut. Uch, ja, Kann ein bisschen Schuss. Wobei, der kann auch ausgewogen machen, ist nämlich auch eigentlich scheißegal. So, das sieht doch spitze aus. Trainingsplan erstellt, gibt sogar 60 Punkte. Geil, ich freue mich so. Ja, die Intensität kann ich wirklich nicht einstellen. Das ist schade. Weil das bringt mir nichts, wenn meine Stammmannschaft in jedem Spiel irgendwie total schon nach 10 Minuten im Arsch ist. Das ist ungewöhnlich und hat auch relativ wenig mit Fußball zu tun. Ich bin ja gerne bereit zu sagen, manchmal muss man rotieren, aber doch nicht so extrem. Aber unser Vertrauensniveau ist hochgegangen. 56 da hoch. Vielleicht durch das AS-Rom-Spiel. Bla bla bla. Wir machen, denke ich mal, hier an dieser Stelle Ende und ja, in der nächsten Folge gibt es dann das Spiel gegen Palermo und das sollte einen Sieg geben. Und wenn nicht, dann haben wir echt ein Problem und müssen uns was einfallen lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.